Yo! Hey und hallo YouTube, was geht euch meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren VGC Wi-Fi Battle Video hier auf meinem Kanal. Wir springen direkt wieder hier in den Rangkampf rein, spielen unser Team, was ich in der letzten Episode vorgestellt habe, mit unserem Lectragon. Und natürlich, wie ihr gerade sehen könnt, hat sich die Season resettet, ist nämlich der neue Monat angefangen. Was bedeutet, wir sind wieder in Superball-Klasse und haben wieder 0 Wins, 0 Loses. Wir springen direkt rein, legen los und die nächsten zwei Videos werden, wie gesagt, also das und das, was danach kommt, werden, wie gesagt, noch Lectragon-Team-Videos sein. Sprich, wir nehmen das Team hier, obviously, was ich euch schon vorgestellt habe, und jumpen direkt mal rein, legen direkt mal los. Normalerweise sollten wir relativ zügig einen Gegner finden, Freunde, weil Anfang der Season und wir sind nicht allzu weit runter gedippt vom Ranking, weil wir halt Meisterball waren. Was bedeutet, ja, wir haben schon einen Gegner gefunden, sehr schön. Auf geht's, ab geht's. Unser Gegner spielt Dusclops, er spielt Repairior, Amoongus, er spielt Riffex, Hatterene und Alola Vulnona. Overall sieht sein Team ehrlich gesagt sehr Trickroom-lastig aus. Wir wissen auf jeden Fall, dass er zwei potenzielle Trickroom-Setter dabei hat, mit Dusclops und Hatterene. Dann hat er noch Riffex dabei, Anuna Vulnona, um sich tankiger zu machen und für Support. Und aber auch ein Supportive Amoongus, ein Redirector. Overall will ich gegen sein Team eigentlich richtig gerne mein Dracozolt auf jeden Fall mitnehmen. Das Problem ist, Dracozolt scheitert an Trickroom / Riparior. I don't know, bro. Dracozolt ist gut gegen... eigentlich nur zwei seiner Pokémon, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht sollte ich hier doch eher auf Riparior overall setzen, weil Riparior hat bessere Type-Coverages. Ich würde sagen, ich leade einfach mal Amoongus Dusclops, bringe Riparior im Back mit und vielleicht Marowak. Marowak ist kein schlechtes Mon hier gerade in dem Matchup. Ja, ich glaube, ich nehme die Pokémon hier mit. Das scheint mir meiner Meinung nach am solidesten zu sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden schon nachher herausfinden, was wir hier machen können. Und los geht's, erster Battle. Womit leadet er? Er leadet mit Hatterene und Alola Vulnona. Eins der beiden Pokémon wird bestimmt auch gesächt sein, da bin ich mir relativ sicher. Es sei denn, dass Alola Vulnona will jetzt sofort offensiv gehen und nicht supporten, weil es Amoongus potenziell killen könnte. Das Lustige an der Sache ist hier aber auch gerade, dass wir beide Trick Room setzen könnten. Das heißt, egal wie wir es hier drehen und wenden, wir können uns hier gegenseitig outplayen. Ich glaube, ich mache einen Gigasauger auf das Hatterene, um eventuell eine Sech zu brechen, falls es eine hat. Und dann setze ich den Bizarro-Raum. Und ich hoffe, dass mein Gegner hier offensiv geht. Und keinen Bock hat, Bizarro-Raum zu setzen. Er outspeedet mich, geht für den Zauberschein. Wir überleben mit beiden Mons, sehr schön. Gigasauger kommt raus, ich krieg ein bisschen HP zurück, aber nicht viel. Wir brechen die potenzielle Sash, das war ein Crit, okay. Hat eh nicht gemattert. Darauf habe ich es gar nicht abgesehen gehabt, Schaden zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Bizarro-Raum kommt raus, sehr schön. So. Egal, was ich hier mache, ich gehe hier auf jeden Fall down. Ich kann nicht viel machen. Ich kriege jetzt einfach mal Pilzspore. Und Verhöhner. Das Problem ist, ich kann meine Weakness Policy nicht triggern, wenn ich Dusclops verliere.
glaube, ich protecte hier und wechsle mit Dustclops raus. Obwohl, ist das hier gerade eine richtig beschissene Situation für uns. Ah, unser Gegner wechselt sogar raus. Oh, das habe ich nicht erwartet, leider. Jetzt ärgere ich mich, dass ich Marowak rausgeholt habe, anstatt Repairer. Repairer wäre hier definitiv besser gewesen. What? Ich habe doch ausgewechselt. Warum macht das Nachtnebel? Ist meine Zeit abgelaufen? Last Second, obwohl ich A geklickt habe? Ich habe doch die ganze Zeit A durchgehend gespammt, um zu wechseln. Das ist so ärgerlich hier gerade. Oh, das ist gerade so fucking ärgerlich. Oh mein Gott, please, nein. Gut, dann müssen wir hier Giga saugen. Ja, dann gehen wir jetzt halt hier down, ne? Was anderes bleibt mir nicht über. Nachtnebel und wir gehen nochmal auf Repairer. Gucken, ob wir uns speeden können oder ob das Ding langsamer als wir ist. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Speedsets von Amoongus sind, leider. Ich bin mir sicher, wir uns speeden mit Dustclops. Aber mit Amoongus bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, wenn beide Attacken hardcore in das Ding reingehen, könnte das Repairer down gehen, bevor es irgendwie durchdreht und uns zu gefährlich wird. Was wir nicht gewechselt haben, ist so ärgerlich. Ich wollte mit Marowak hier in aller Ruhe halt Damage fahren. Oh ja, Dynamax das Teil instant. Bedeutet, es geht nicht mehr down. Und wenn es Weakness Policy spielt, trigger ich jetzt hier seine Weakness Policy. Heißt, ich habe einen großen, großen Missplay gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, welches Pokémon von Haus aus schneller ist. Marowak, also Knogga oder Rhyperior. Du bist noch langsam. Amoongus ist noch langsamer als unser Dustclops. Das wusste ich auch nicht. Aber, wie gesagt, da ist die Weakness Policy. Wir verlieren jetzt hier beide Mons diese Runde. Unlucky, Mann. Es sei denn, Amoongus überlebt auf irgendeine Art und Weise. Mal gucken, auf welchen er zuerst geht. Er will Dustclops ausschalten. Jetzt die Frage, hat er die magische Flamme auf seinem Hatterim und klickt die auf Amoongus? Bin mir nicht ganz sicher. Magieflamme heißt die Attacke, glaube ich. Psychokinese, oder das tut's natürlich auch, nevermind dann. Und wir gehen down. Was bin ich geswappt und hat mir das ganze Spiel ruiniert, wenn ich ehrlich bin. So unlucky, ey. Muss mal ganz kurz was nachgucken. Bericht. Rhyperior, wie schnell bist du? 40. Wie schnell ist, 65. Keine Chance, Mann. Gar keine Chance, Mann. Mein Marowak hätte so easy hier alles durchdrehen und killen können. Bin ein bisschen mad darüber, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem sind wir jetzt auch schwach gegen das Rhyperior. Und der wird uns outspeeden und killen. Es sei denn, wir outspeeden mit unserem Rhyperior hier und bekommen den Ersthit. Und haben dann halt danach die Möglichkeit, so eine Pokémon hier zu killen. Egal was ich mache, alles ist sehr risky. Ich glaube, ich muss protecten. Vielleicht muss ich sogar Dynamax protecten. Ich hoffe, wir outspeeden. Wenn wir nicht outspeeden, ist wahrscheinlich GG hier. Dass der Swap nicht rausgekommen ist. Ich könnte schwören, ich habe auf Pokémon tauschen gedrückt. Wahrscheinlich ist die Animation wieder von möchtest du das wirklich auswählen? Und dann 1-0 Zeit abgelaufen passiert. Wegen dieser scheiß Animation von wegen ja, okay, du hast es ausgewählt. Werde ich mir auf jeden Fall in der Aufnahme später angucken. Sowas macht mich immer richtig mad. Aber unser deiner Erdstoß kommt zuerst raus, was bedeutet, wir killen das gegnerische Rhyperior. Und stehen immer noch solide im Kampf, Freunde. Sehr solide sogar. Aber jetzt haben wir ein großes Problem. Und zwar, wir können unseren Weakness Policy selbst nicht mehr triggern. Ohne uns mega viel Schaden selbst zu machen. Was bedeutet, egal wie wir es drehen und wenden, dass wir unser Dustclops verloren haben,
War halt ein dummer und unnötiger Play, to be honest. Poltergeist und wird von dem Item angegriffen. Sehr schön. Immer wenn ich den Attacke drücke, habe ich das Gefühl, ich habe gemisst. Weil das so lange dauert, bis der Move rauskommt. Wegen dieser Textbox. Ich denke jedes Mal, oh, die Attacke ging daneben. Aber okay, wir haben getroffen. Let's go. Let's go, Freunde. Aber ja, overall läuft es ganz gut bis jetzt. Reflex ist noch am Start, das Ding ist keine Gefahr für uns. Und das Alola Vulnona, wissen wir ja, dass es noch da war. Was auch keine allzu große Gefahr ist. Was bedeutet... Ich würde sagen... Marowak kümmert sich um Alola Vulnona. Und der Deiner Brocken macht nebenbei den Sandsturm. Wobei, wenn wir für den Erdstoß gehen, kann ich das Ding hier sehr effektiv angreifen. Eins der beiden Pokémon wird doch bestimmt gesasht sein. Aber ehrlich gesagt habe ich mit Knorgar keine Angst vor Alola Vulnona, selbst wenn es gesasht sein sollte. Und das Riffhex wird hier wahrscheinlich instant down gehen. Und Weakness Policies hat er auch keine mehr. Von daher, wir haben eigentlich die besten Pokémon ausgewählt hier gerade, die wir haben können. Und unsere Special-Verteidigung geht auch hoch und ist plus 2 mittlerweile. Was bedeutet, dass Vulnona kann gar nichts mehr reißen, als es gesächt sein sollte und die Runde überleben sollte. Flammblitz kommt raus, klar, wir kriegen eine Menge Recall, aber es ist es wert. Und das Ding hat nicht mal eine Sash, wow, okay, geht einfach down. Sehr gut. Ich habe absolut gemissplayed dank dieses Timeouts bei der Swap-Runde. Aber vielleicht hat uns genau dieser Missplay den Arsch gerettet auf die eine Art und Weise. Weil Marowak wäre garantiert gegen die Steinattacke oder Bodenattacke von dem gegnerischen Riparrier down gegangen. Aber auch nicht nur das, Freunde, sondern... Obwohl ich gemissplayed habe an zwei Situationen, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, weil ich dafür zu viel erklären müsste. Sorry, Leute, für all die Leute, die es wissen wollten. Hat unser Gegner bedeutend noch schlechter gespielt als wir, was ihm letztendlich den Kampf gekostet hat. Aber wir sind auch nur in der Superball-Klasse. Ich habe ehrlich gesagt nicht allzu viel erwartet. Wobei, die meisten Meisterball-Spieler, die noch nicht wieder hochgerankt sind, sind auch noch in der Superball-Klasse wahrscheinlich. Von daher haben wir eine hohe Chance, hier gerade Early Season gegen die ganzen Meisterball-Leute noch zu kämpfen. Unser Gegner spielt Urshifu, er spielt Grimmsnarl, Snorlax, also Relaxo, Gardevoir, Dusclops und... Skarmory. Interessant. Weiß nicht, was für ein Urshifu das ist, aber ich weiß, Dracozolt sieht jetzt ziemlich juicy aus. Dracozolt ist ganz gut gegen Urshifu, ist ganz okay gegen Skarmory. Wird sich relativ gut durchsetzen können, denke ich mir mal, gegenüber... Auch Grimmsnarl und Gardevoir, weil es halt alles Pokémon sind, die nicht so tanky sind. Vielleicht gehen wir sogar von Anfang an so viel Damage wie möglich mit Dynamax. Ich glaube, das ist eine ganz gute Option, die wir haben. Wobei wir unseren Speed am Anfang erhöhen müssen. Und wenn er mit Skarmory leadet und wir instant eine Elektroattacke ballern müssen, um unseren Speed nicht hoch zu. Und unseren Speed nicht hochdrücken können, so rum, sehen wir alt aus. Aber wir können dazu mit dem hier leaden. Wir können immer noch Dusclops mitbringen. Und Dusclops in Kombination mit Rhyperior spielen, damit wir Tankiness haben gegenüber Relaxo. Oh. Wobei ein Ghost-Type mit Marowak da auch nicht verkehrt wäre. Aber ich glaube, so ist unser Team am stabilsten aufgestellt, wenn ich ehrlich bin. Und wir können immer noch mit Dusclops Weakness Policy of Rhyperior triggern zur Not. Mit Dampfwalze. Ich glaube aber, dass Relaxo auch noch langsamer sein sollte als Riparrier. Ja, sollte 30 sein, glaube ich, im Speed oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Bei manchen Pokémon kann ich mir die Stats echt nicht merken, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Weil manchmal verliere ich deswegen einzelne Kämpfe, aber irgendwann merke ich mir das schon. Mag ihr Outfit. Sieht cool aus. Auch wenn sich die Farben so ein kleines bisschen beißen. Vor allen Dingen von den Schuhen und so. Im Vergleich zum Rest des Outfits. Das ist ein Gardevoir und Dingslied, ne? Frage ist, will ich hier instant Dynamaxen?
und für Speed gehen. Das Ding kann mich halt instant... Das Ding kann mich halt instant paran und dann habe ich meinen ganzen Speed verloren wieder, was halt dumm ist. Und ich habe super viel Schiss vor Gardevoir. Fuck, mir läuft die Zeit davon. Ich hab super Schiss vor Gardevoir, vor einer Dings-Attacke. Vor einer Feen-Attacke auf Dracozolt. Gerade weil die auch sehr oft Dings spielen. Hier die Split-Attacke, wie heißt es? Nicht Mondschein, nicht Moonblast, sondern Zauberschein. Aber ich hatte nicht genug Zeit. Ich wollte auswechseln. Ich wollte Dracozolt auswechseln nach Rhyperia, aber ich hatte nicht genug Zeit. Zu dem Moment, wo ich B gedrückt hatte, hatte ich nur 5 Sekunden. Von daher musste ich den Play durchziehen. Dieser Timer in diesem Spiel ist so fucking short manchmal, dass ich echt manchmal meine Ideen nicht umsetzen kann. Manchmal denke ich zu viel nach und habe deswegen zu großes Problem. Ich muss mir angewöhnen, schneller und zügiger zu spielen. Aber er hat Mondgewalt, das ist gut, weil wir das fressen mit Among Us. Hell yeah. Und wir können den Counter jetzt ausschalten mit deiner Düse. Nice, okay. Sehr schön. Gardevoir geht down, das heißt, wir haben Spielfeldkontrolle. Leider ist unser Among Us verhöhnt worden, aber das sollte in Ordnung gehen, sag ich mal. Wenn wir jetzt noch ein Pokémon rausnehmen können mit unserem Dynamax, dann haben wir eigentlich alles erreicht mit dem Dynamax, was wir erreichen wollten. Was ein Träumchen wäre, wenn ich ehrlich bin. Dusclops, okay. Vielleicht will er jetzt schon auf Speed Control gehen. Aber wenn er Dusclops rausholt, um eventuell zu Trick Roomen, sehe ich keinen Sinn darin von seiner Seite aus, sag ich mal. Von seiner Seite aus sage ich jetzt einfach mal, mich zu paran zum Beispiel. Aber ich gehe einfach mal auf das, auf das Support-Pokémon. Beides offensive Moves sind verhöhnt worden, obviously. Tauscht Items, okay. Schwer. Interesting. Aber ich meine, auch ohne Life Orb machen wir guten Damage und du bist dead. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn du gesecht sein solltest, haben wir immer noch Among Us, um deinen Sech danach zu killen halt. Also deine 1 HP wegzunehmen sozusagen. Aber immerhin geht die zweite Attacke jetzt auf das Dusclops, das ist in Ordnung. Machen wir ein bisschen Chip Damage. Gimme, gimme. Wer das letzte Pokémon ist Relaxo, wird mich nicht wundern. Irrlicht. Und der Gegner verfehlt. Nice. Wir haben immer noch eine dritte Dynamax-Attacke, die jetzt immer noch richtig in den Gegner reinbrutzeln kann. Unser letztes Pokémon ist Urshifu. Das Wasserfu! Machen wir es kaputt, dann ist das bestimmt gesasht. Der geht bestimmt hier auch auf den... Nevermind, der gibt einfach auf. Hell yeah. Damit hätte unser grinsender Elektrodino den Win geholt. Mann, ich liebe den Elektrodino. Ich finde den irgendwie fast sogar cooler als den Fisch. Bin mir nicht ganz sicher. Ich finde beide cool, aber... Ich meine, overall, finde ich, sehen die ziemlich ulkig aus dafür, dass das Pokémon sein sollen. TBH. Aber... Die sind irgendwie cool, ich mag sie, weil sie so viel Charakter haben. Das sind Models, also die Modelle der Pokémon, wirken so lebendig, so glücklich, so am Leben, dafür, dass die von toten Fossilien wieder aufgestanden sind. Was eigentlich ziemlich dope ist. Aber okay, dritter Kampf. Vielleicht gehen wir diese Episode 3-0, das wäre was, Mann. Da hätte ich richtig Bock drauf. Let's go. Unser Gegner spielt Hydreigon, Gastrodon, Pipi als Support. Dann hat er dabei Rotom Heat. Er spielt Primarine. Warum spielt er Primarine, wenn er schon einen Gastrodon hat? Wahrscheinlich, weil er hin und her swappt zwischen Fairy und Wasserabsorption. Vollkommen legitim. Kann ich respektieren. Und dann hat er aber auch noch dabei Cramor. Weird. Sein Team ist irgendwie gar nicht so... Okay, wir bringen auf jeden Fall Rhyperia mit. Ne? Dann haben wir was gegen Cramor. Wir haben was gegen Rotom Heat. Dann haben wir vielleicht auch was indirekt gegen... Hydreigon. Ja. Wir brauchen Out gegen Gastrodon. Und Dracozolt ist kein Out, weil es ein Ground-Type ist.
Among Us ist unsere beste Wahl. Ansonsten müssen wir das Gastrodon Stück für Stück für Stück langsam runterchippen. Und ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Es sei denn, Rhyperior hat Weakness Policy an und wir machen einfach BAM in sein Gesicht. Ihr wisst, was ich meine. Aber okay, ich würde sagen, wir leaden einfach mal mit Dusclops in Kombination mit Among Us. Bringen mit Rhyperior. Milotic. Und Leute fragen sich jetzt, warum ich Milotic mitnehme. Und der Grund dafür ist ganz einfach der, ich habe das Gefühl, ich brauche noch was Supportendes, was nicht nur Split-Damage ab und zu ein bisschen reinsplittet, sondern Hypnose drücken kann. Und sein Team ist relativ, sag ich mal, er hat nicht viele Stärken gegenüber Milotic, weshalb Milotic ihn gut outstallen könnte. Mehr sage ich nicht. Theoretisch wäre Knorga auch eine Option gewesen, die vielleicht sogar besser gewesen wäre, aber who knows. Okay, sieht ganz cool aus gerade für uns hier. Guter Lead. Setzen wir Bizarro-Raum, weil wir dann wieder Speed machen. Und wir gehen nebenbei hin und machen Gigasauger auf das. Auf das Primarene. Irgendwie ist der Style des Gegners auch wieder voll cool. An die ganzen Klamotten, die sie mit dem DLC ins Spiel gebracht haben, geben so viele neue Customization-Options. Ich liebe es. Das ist absolut geil, wenn ihr mich fragt. Auch wenn das Outfit von ihr komplett mix-maxed ist, also komplett durcheinander gemischt ist und weird aussieht, gibt es trotzdem diesen perfekten, überleben wir, ne? Yes. Gibt es trotzdem diesen perfekten Punk-Look. Und ich finde den ehrlich gesagt ziemlich cool. Gerade wenn man mit so Pokémon spielt wie Trikefalo. Schallwelle, komm schon. Überlebt das, glaub's? Nein, wir kriegen keinen Trick Room. Das bedeutet, wir haben es schon so gut wie verloren, Freunde. Aber wir haben Redirect immer noch. Wir können immer noch durchdrehen. Leider können wir unsere Weakness Policy nicht mehr richtig triggern. Es sei denn, der Gegner macht das für uns. Aber da habe ich halt Schiss vor. Wir holen Milotic raus, wegen Tankiness. Wir wollen jetzt erstmal die gegnerische Dynamax überleben und dann unsere eigene Dynamax-Runde hinterherdrücken oder Runden. Ich würde sagen, wir gehen hier für einrollen. Und machen weiter Gigasauger. Würde mich wundern, wenn er hier komplett für Milotic geht. Würde mich wundern, wenn er Milotic ausnocken könnte, wenn ich ehrlich bin. Unser Lead war nicht schlecht, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Dynamax, Hydreigon oder Trikefalo so viel Damage auf Dusclops Evolith macht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal ein Hydreigon gespielt habe und meins hat nicht so viel Schaden gemacht, aber vielleicht war das, was ich gespielt habe, auch kein All-Out-Attacker. Das weiß ich vorher jetzt gerade nicht auswendig. Okay, der Damage ist echt unreal, Mann. Holy fuck, das Ding ist stark. Stark ist fuck, stärker als ich dachte. Nice, unser Special Attack geht hoch. Einrollen kommt durch. Damit erhöhen wir unsere Accuracy. Gigasauger wird leider geblockt. Wer hätte es erwartet? Ich glaube, ich gehe hier für Lehmbrühe jetzt und mache nebenbei einen auf entweder Protect, wobei ich gehe dann eh down durch den Protect. Ich glaube, ich klicke hier nochmal Pilzspore oder Wutpulver. Damit kann ich die Attack auf Among Us lenken, dass Milotic keinen Schaden frisst. Und Among Us geht dann schön down und Milotic kriegt eventuell sogar noch einen Stat Boost, abhängig davon, ob der Gegner nochmal unseren Stats lauern möchte mit einer Dynamax-Attacke. Leider dunkel, okay. Und er hat Schwebe durch, so wie es aussieht. Das gefällt mir gar nicht. Unbeugsamkeit, let's go.
Ja, den dritten Kampf verlieren wir hier eiskalt. Wir können nichts machen. Das ist over, Mann. Leider. Ich sehe uns nicht zurückkommen, wenn ich ehrlich bin. Wir haben den Trick Room nicht gekriegt, können unsere Weakness Policy nicht triggern. Der Fight ist, wenn wir outspeeden das gegnerische Filinara. Filinara sage ich schon, Primarene, Entschuldigung. Das bedeutet, dass wir keine Angst davor haben müssen, dass das Ding uns mit einer Schallwelle hittet, weil unser Milotic schneller ist. Und jetzt, wo der Gegner halt nicht mehr im Dynamax ist, könnte Milotic eventuell auch eine Attacke von dem Ding überleben. Aber wir müssen hier mit Milotic offensiv gehen dann leider. Wir können jetzt keine Genesung klicken oder so. Weil wenn wir Genesung klicken, wir wissen, Milotic ist deutlich schneller als Rhyperia. Wenn wir jetzt hier Genesung knicken, dann wird Rhyperia das Primarena nicht outspeeden, eine Wasserattacke fressen, die vierfach effektiv ist und das Ding wird uns wegblasen. Und das dürfen wir nicht riskieren. Draco Meteor, wow. Er geht all out und er trifft auch noch die Low-Accuracy-Attacke und killt uns damit. Okay, Buddy, alles klar. Du hast einfach so viel Glück, das ist unglaublich. Aber okay, was sollen wir machen? Und wir sind dead. Schade. Aber mein Gegner hat gut gespielt, muss ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass Rikefalo so viel Damage macht. Und wir sind halt richtig gesweept worden. Nachdem unser erstes Pokémon gefallen ist, hatten wir keine Möglichkeit mehr, zurück in den Kampf zu kommen. Der Kampf war danach sofort gelaufen. Aber okay, wir sind in der ersten Episode der neuen Season und in der zweiten Episode mit dem Team hier 2-1 gegangen, so rum. Und ich muss sagen, ich bin total zufrieden damit eigentlich. By the way, nochmal ganz kurz am Ende jetzt hier, für all die Leute, die sich wundern, wie es um den Upload-Plan steht, so rum. Der Upload-Plan ist noch immer nicht hundertprozentig fertig. Ich hoffe, den bis nächste Woche fertig zu kriegen. Ich kann aber leider nichts garantieren, Freunde. Und ja, wir werden mal sehen, was ich alles noch vorbereiten kann für nächste Woche, sodass wir spätestens dann übernächste Woche wieder komplett in einem täglichen Upload-Terminplan drin sind. Ja, aber overall war es das eigentlich dann für heute. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich bin raus, wünsche euch noch einen super tollen Tag, so wie immer. Lasst es euch gut gehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.